Hi, hier ist Christian von China Gadgets und das ist der Tevo Tornado. Ihr seht es schon, der direkte Konkurrent zum Creality CR10, den wir auch schon vorgestellt haben. Wir sind dieses Mal nicht sofort einfach mit dem Video raus, sondern haben uns Zeit gelassen. Der Tevo Tornado ist jetzt ungefähr seit einem Monat bei uns. Wir haben jetzt schon bestimmt 2 Kilo Filament, das heißt knapp 1 Kilometer gedruckt. Das ist einiges und jetzt können wir halt wirklich ein fundiertes, fachliches Feedback hoffentlich hinterlassen und nicht einfach nur allen nachplappern, sondern ich hoffe, ihr merkt es gleich auch, ja, mal wirklich ein paar Fakten raushauen. Ich habe es erwähnt, der CR10-Konkurrent, das heißt auf dem Blatt Papier Druckmaße 300x300x400, genau wie der CR10, ein bisschen größer als der Arnet E10, der auch gerade vor kurzem rausgekommen ist. Wir können eben auch ABS, PLA, PETG drucken. Wir brauchen Filament mit einem Durchmesser, ihr seht hinten noch den Rest von 1,75 mm. Wir haben eine Nozzle, die 4 mm breit ist, die ist eine MK8-Nozzle. Wir haben hier Aluminiumprofile wie beim CR10, wir haben Bauden-Extruder insgesamt von der Drucktechnik, das heißt, wir haben hier hinten den Extruder-Motor, der nicht jedes Mal mitbewegt werden muss. Der Aufbau ist tatsächlich ziemlich genau wie der Arnet E10, CR10 und noch ein Haufen anderer 3D-Drucker da draußen. Ja, auf dem Papier nichts Besonderes, aber eben es ist Tevo. Tevo hat auch schon den Tarantula und ein paar andere Modelle rausgehauen. Die wissen eigentlich, was sie tun. Insofern ist dieser Test jetzt einfach ganz spannend für uns gewesen. Wir haben über GearBest bestellt, Versanddauer 14-15 Tage, sehr gut verpackt. Der Aufbau war tatsächlich, wie angegeben, in 10 bis 15 Minuten erledigt. Das heißt, wir haben hier einmal die Basis, den Sockel quasi und müssen nur diese X-Achse von unten raufschrauben. Und dazu gibt es jeweils 2 Schrauben, die man von unten reindrehen muss. Der dafür benötigte Imbusschlüssel liegt auch in dem Werkzeugtütchen dabei. Entsprechend auch auf der anderen Seite festschrauben. Und ich hoffe, man sieht es, haben wir hier noch so ein T-Stück, was entsprechend auch angeschraubt werden muss. Und das sorgt dafür, dass dieser Drucker wirklich verdammt stabil ist. Da wackelt nichts. Wir haben zudem unten, das hat man sich auch einfach abgeguckt vom CR10, diese Gummifüße, diese Vibrationen übertragen sich dann einfach nicht auf alles Umliegende. Und das kann ich schon mal vorweggreifen, sorgt dafür, dass der Drucker dann auch im Betrieb tatsächlich sehr leise ist. Genau, 10 bis 15 Minuten, die Z-Achse einfach oben raufgeschraubt. Dennoch empfehle ich euch einfach, die ganzen Schrauben hier nochmal nachzuziehen. Es gab tatsächlich bei uns ein paar lockere Schrauben. 10 bis 15 Minuten nochmal investieren, alles nachdrehen. Die Imbusschlüssel, alle passenden Größen liegen dafür bei. Unser Tevo Tornado, da gab es ein paar Spekulationen, wie viele Antriebsstangen es für die Z-Achse gibt. Hat nur eine. Das ist wohl auch nach wie vor der Fall, wie auch beim CR10. Man hatte gemutmaßt, dass es vielleicht 2 Antriebsstangen gibt, ist nicht der Fall. Das heißt, eigentlich gab es meiner Meinung nach auch beim CR10 nie dieses Problem. Klar, die Stange hängt durch, sofern man eben diese V-Halterung nicht ordentlich einspannt. Diese eine Schraube kann man fest und lose drehen, damit eben es nicht wirklich wackelt. Hat man es gemacht, hing diese Stange eben auch nicht durch und man brauchte einfach keine zweite Z-Achse. Klar, wenn sie dabei ist, okay, aber es war jetzt nicht der Grund, warum das Druckbild schlecht war. Insofern ist das neutral zu bewerten. Eine zweite Z-Achse wäre nicht schlecht gewesen, aber bei uns sorgt diese eine auch nicht dafür, dass das Druckbild schlecht ist. Insofern kein Grund zur Kritik. Zubehör, wo wir gerade bei der Kritik sind, da müssen wir leider dann doch mal ein paar mehr Worte verlieren. Also Zubehör, was haben wir? Ein USB-Kabel, um es zum Beispiel an unserem Druckserver zu betreiben. Wenn ihr Octoprint habt oder ähnliche Druckserver, könnt ihr euren Drucker remote betreiben. Andernfalls macht ihr es lokal von der SD-Karte. Kennt ihr auch schon von diversen anderen 3D-Druckern. Nicht wirklich was Neues. Ihr könnt dann eben über das Netzteil navigieren. Wir haben hier eine Ersatznozzle. 0,4er, wir haben hier ein paar Kabelbinder, wir haben hier einen Spachtel zum Entfernen und ihr seht es auf den Bildern, vorher hat Tevo Tornado hier einen Testdruck hinterlassen, den kann man damit schön abkratzen. Hier die Halterung für die SD-Karte, wir haben dann hier noch einmal eine Bedienungsanleitung, kurz und knapp auf Englisch, das Englisch war tatsächlich sehr gut, 10 bis 15 Minuten, man hätte es sogar ohne Bedienungsanleitung machen können, meiner Meinung nach. Und eben ganz cool, eine zweite Folie,
Wir haben hier so eine Hartplastikfolie, das hat man sich auch von anderen 3D-Druckerherstellern sicherlich abgeguckt. Falls sie mal kaputt ist, falls man das Bett mal zu schlecht gelevelt hat, dass die Nozzle da jetzt irgendwie einen Kratzer reinreißt, hätten wir hier noch einen Ersatz. Finde ich tatsächlich cool. Was ich nicht cool finde, ihr seht es gerade, ich kann euch kein Filament vorstellen. Das heißt, es liegt nicht mal ein 10 Meter Fitzelchen bei. Andere legen ein halbes Kilo, ein ganzes Kilo mit bei. Hier lag wirklich gar nichts dabei. Hätte was beigelegen, wäre gleich meine nächste Frage gewesen, wo zum Geier soll ich dieses Filament jetzt aufhängen? Seht ihr hier irgendwo einen Filamenthalter? Ich sehe es nicht. Bei uns tatsächlich kein Problem. Das ist jetzt der 14., 15. 3D-Drucker. Wir haben die Dinger wie Sand am Meer stehen, nehmen einfach Filament, nehmen einfach eine Filamenthalterung und dann können wir losdrucken. Wenn es jetzt euer erster 3D-Drucker ist, ihr müsst euch überlegen, also A, Filament kann man sich einfach mal mitbestellen und eine Halterung, klar, kann man sich auch mitbestellen, muss aber getan werden, weil sonst guckt ihr einfach in die Röhre. Was eben auch nicht ganz so cool gelöst war, Creality hat uns auf der SD-Karte so ein paar G-Code-Files zum direkten Drucken mit drauf kopiert, die Bedienungsanleitung nochmal drauf kopiert, dass man direkt losdrucken kann. Und falls man noch keine Ahnung hat mit Cura, mit Simplify 3D oder ähnlichen Slicing-Softwares, dass man diesen Schritt erstmal überspringen kann und direkt G-Code-Files ausdrucken kann. So ein Calibration Cube, ein Banshee, die Klassiker halt. Das wäre ganz nett gewesen. Ich hoffe, man sieht es jetzt in der Kamera. Wir haben ja hier ein bisschen aufgerüstet. Es sind wirklich nur Kleinigkeiten und ich will mich da jetzt gar nicht reinsteigern, aber wenn man hier mal an den Kanten guckt, es ist leichter Flugrost zu erkennen. Ist immer so eine Sache. Ich meine, wir haben hier 270 Euro ausgegeben. Da ist Rost, den ich direkt beim Auspacken gesehen habe. Das sorgt mindestens für einen schlechten Einstieg. Ich weiß nicht, wie penibel ihr drauf seid. Hätte man anders lösen können, produktqualitätsmäßig. Was mir dann auch, nicht nur mir, tatsächlich auch bei China Gadgets schon in den Kommentaren aufgefallen ist, das Kabelmanagement. An sich, wir haben hier keine freifliegenden Kabel mehr, wie zum Beispiel beim Arnet A8 oder Arnet A6, wo man es ja auch noch alles selbst verlegen musste, sondern es gibt schon Kabelschläuche, die dann mehr oder weniger wahllos von der Länge zugeschnitten wurden. Da gibt es auch am Ende keinen Kabelbinder, das heißt, ich musste zum Teil diese Kabel wieder reinstecken. Hier gibt es eigentlich die entsprechenden Klemmen dafür, die hätte man dann vernünftig ranschrauben können. Man hätte auch nicht so einen Hartplastikschlauch nehmen können, sondern schön wie beim CR10 so einen Flechtschlauch. Dann wäre das Ganze nicht so steif und eiert hier rum. Ihr seht es hier vielleicht, diese Röhre vom Baunix-Schruder. Es ist schon sehr geknickt. Ich hätte das ein bisschen flexibler gerne gehalten. Ist nicht der Fall, weil es so ein Hartplastikschlauch ist. Irgendwie ganz ehrlich, unschön, hätte man schöner lösen können. Immerhin, wie auch beim CR10, wir haben hier Beschriftung an den jeweiligen Kabelenden, sodass man da jetzt auch nicht großartig Rätsel raten muss, sondern hier steht dann dran Limit Switch X für die X-Achse, dann haben wir entsprechend hier für die Y-Achse einmal den Motor und den Endstopper und hier für den Extruder-Motor zum Beispiel. Ich will es nicht als mitgedacht betiteln, weil eigentlich ist es wahrscheinlich nur geschickt übernommen vom CR10. Was ich extrem uncool finde. Wir haben hier diesen monströs großen Drucker. Von den Ausmaßen ist er größer als der CR10 und er wirbt wirklich damit, eine Druckfläche von 30x30x40 zu haben. Und jetzt gucken wir uns diese Druckfläche an und das seht ihr, das sieht man auf 30 Meter. Wir haben hier Schrauben mit einem Heizbett stecken. Das heißt, im Endeffekt, wenn ich diese große Grundfläche benötige, kann ich hier einfach nicht drucken, weil da Schrauben einfach mal im Heizbett sind. Das heißt, wenn wir ehrlich sind, müssen wir die Grundfläche reduzieren auf ein inneres Quadrat, was sich eben zwischen diesen Schrauben befindet. Und ich habe mir die Maße aufgeschrieben, es sind 31,5 mal 23 cm. Also quadratisch schon mal gar nicht. Irgendwie ist diese Druckfläche rechteckig auf einmal. Und wir haben eben hier eine echte Druckfläche von 31,5 mal 23 cm. Also sind die Angaben, die da draußen rumgeistern, falsch. Ich weiß nicht, ob Tevo das inzwischen behoben hat. Wir waren sicherlich einer der Ersten, die hier einen Tornado haben. Bei Gearbest und in diversen anderen Shops ist es definitiv falsch. Jetzt könnt ihr mir sagen, naja, hey Christian, ist doch gar nicht schlimm. Ich habe vielleicht einen Druck, der startet in der Mitte und wird nach außen hin größer. Okay, cool, geil. Ist ein guter Punkt, ja. Und dann erhöht sich die Druckfläche, ich habe es mir auch aufgeschrieben, auf 36 mal 31 cm, was dann aber ein ganzes Ende mehr ist als 300 mal 300 mm. Cool, dann könnte man das entsprechend nutzen, weil was hätte Tevo daran gehindert, einfach hier entsprechend ein bisschen reinzubohren und dann V-Schraubenköpfe zu nehmen und diese Schrauben bündig zu versenken?
darüber die Folie zu kleben. Man hätte nicht mal diese Schrauben gesehen. Man hätte die volle Druckfläche gehabt. Man hätte sogar noch eine größere Druckfläche als beim CR10 gehabt und hätte nicht dieses... Das ist ein richtig unnötiges Problem, was man sich hierbei erschaffen hat. Gut, jetzt haben wir den Drucker zusammengebaut. Wir haben uns den Slicer gestartet, weil wir müssen schließlich noch eine G-Code händisch generieren. Und wie so oft starten wir ja mit den Calibration Cubes. Zumindest ich starte damit ganz gerne. Einfach bei Thingiverse nachgucken. Der erste Calibration Cube ist euer. Und bevor wir natürlich auf den magischen Druckknopf drücken, machen wir das manuelle Hotbed Leveling. Wir haben hier die Schrauben. Die Schrauben sind sehr schwergängig. Das gefällt mir tatsächlich sehr gut. Das heißt, wir laufen jetzt nicht Gefahr, dass sich das Hotbed irgendwie in der Höhe radikal ändert, weil die Schrauben recht fest sind. Und wir müssen, wie immer, das ist meine Leier und ich werde nie müde, die runterzurattern, zwischen Nozzle und dem Hotbed darf jeweils in den Ecken nur eine Quittung, ein Thermopapier zwischenpassen. Ja, Thermopapier hat verschiedene Durchmesser, ist mir auch klar. Ganz ehrlich, eine Aldi, eine Rewe-Rechnung, was auch immer, eine Quittung dazwischen packen, das reicht. Wenn die leichtgängig noch gerade eben zwischen Nozzle und eurem Hotbed an allen vier Seiten durchpasst, habt ihr euer Hotbed gelevelt, noch zwei, dreimal Auto-Home-Funktion hier drüber starten, passt die Quittung immer noch perfekt durch, dann ist es gut gelevelt und natürlich auch hier, die meisten eurer Drucke werden wahrscheinlich in der Mitte beginnen. Gleiches gilt natürlich auch hier für die Mitte. Hier unser Menü, die Marlin-Firmware, die Erfahrene unter euch kennen die schon. Und ja, also wenn man schon beim CR10 abguckt, dann hätte man es wenigstens 1:1 abgucken können, weil da ist es ein bisschen schöner verarbeitet, da gibt es nicht einfach irgendwelche Löcher im Kasten. Und eigentlich wäre es meiner Meinung nach an der Zeit gewesen, Anycubic hat sehr schön vorgemacht, für 260 Euro haben sie zwar ein wesentlich kleineres Modell, aber Touchscreen einzuführen. Gerade wenn man offline druckt, das heißt ohne USB, navigiert man eben mit diesen Drehrädchen. Und die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass ihr einmal am Menüpunkt vorbeifahren werdet, das falsche klickt, dann müsst ihr zurück, müsst ihr immer darüber lösen, dass ihr ganz nach oben fahren müsst, dann einmal klickt. Und während es klickt, habt ihr schon wieder aus Versehen gedreht und seid schon im nächsten Menüpunkt drin. Ja, das hatten wir 2016, Anfang 2017, dieses Thema. Eigentlich hätte man da was Cooleres nehmen können. Ganz persönliche Meinung, funktional ist es ohne Frage. Und was man hier an dieser Stelle lobend erwähnen müsste, normalerweise würde es jetzt schon rauschen, ich müsste vielleicht ein bisschen lauter reden, weil die meisten 3D-Drucker mit dem Einstecken schon die Lüfter hochfahren. Bei dem ist es, wir können jetzt einfach mal einen Druck starten. Selbst das Vorheizen des Hotbeds führt nicht dazu, dass hier am Netzteil die Lüfter angehen. Und ich hoffe, man kann es gleich sehen, wir würden jetzt einfach mal Benchy starten. Wir haben hier gerade 24 Grad am Hotbed. Und ich hoffe, ihr seht, wir sind jetzt bei 25 Grad, 26 Grad, 27 Grad, 28 Grad, 29 Grad. Ich breche das mal ab. Worauf ich hinaus will, ihr habt es gerade live gesehen, das Erhitzen oder das Erheizen, das Aufheizen, das klingt gut. Das Aufheizen des Hotbeds ist verdammt schnell erledigt. Wir brauchen für 50 Grad bei allen Drucken, egal in welcher Raumtemperatur, etwa 2 Minuten. Wir haben auch 90 Grad schon für ABS-Drucke extrem schnell. Ich glaube, es waren 11, 12 Minuten geschafft. Da kann sich der CR10 tatsächlich kräftig was abgucken. Der ist unten nicht isoliert. Ich versuche es mal ein bisschen in die Kamera reinzuhalten. Ich hoffe, ihr seht die... Jetzt wird es ein bisschen sehr eng. Es ist halt ein Monster. Ich hoffe, ihr seht im Ansatz diese silberne Isolierungsfolie und da drin ist auch noch Schaumstoff. Das führt natürlich dazu, dass euer Hotbed sehr, sehr schnell warm ist und nutzt ihr zum Beispiel Octoprint, werdet ihr sehen im Graphen. Der Temperaturverlauf ist sehr linear, das ist eine fast gerade Linie, während ihr beim CR10 tatsächlich diese Wellenform habt. Der hält es sehr konstant und erreicht diese Temperaturen sehr schnell. Im direkten Vergleich zum CR10 ein dickes Plus. Kleinen Zwischeneinstieg. Manche 3D-Drucker haben tatsächlich ja diese Auto-Leveling-Funktion in der Firmware und den entsprechenden Sensor dafür. Meiner Meinung nach erschwert das gerade bei Einsteigern einfach die Fehlersuche und wenn ihr euch die Mühe macht, einmal vernünftig zu leveln, dann braucht ihr diesen Sensor einfach nicht und den müsst ihr vor allem nicht mitbezahlen. Ja, es kann für manche cool sein, aber 7/8 der Leute, die meinen, das wäre für sie cool, könnten einfach vernünftig leveln und sparen einfach Geld. Auch das ist meine persönliche Meinung. Haben wir es dann vernünftig gelevelt, haben dann doch nochmal die Mühe investiert, kommt ein Calibration Cube raus, der out of the box sehr, sehr gut ist. Der ist auf dem Niveau vom CR10,
Ich glaube, das ist eine dieser Aussagen, die ihr jetzt unbedingt hören wolltet. Ja, out of the box, die Druckqualität ist genauso gut wie beim CR10. Calibration Cube, wie gesagt, gleich gut. Banshee gibt es auch nicht zu meckern. Das war noch das erste Banshee, zu schnell gedruckt. Inzwischen drucke ich mit dem Tevo. Die Printing Speed liegt ungefähr bei 80 mm in der Sekunde, die Travel Speed bei 120 mm. Das ist schnell. Das kriegen wir auch nur mit dem Bowden Extruder hin. Und Direct kriegt es in dem Preissegment definitiv nicht hin. Die Druckqualität ist wirklich genauso gut. Da gibt es nichts zu sagen. Was könnte jetzt vielleicht noch gegen oder für den Tevo sprechen? Der Tevo ist neuer, dementsprechend ist die Community kleiner. Wenn ihr mal bei uns in den CR10-Kommentaren lest, könnt ihr scrollen, scrollen, scrollen. Ich glaube, aktuell haben wir beim Tevo vielleicht 20 Kommentare. Dementsprechend sind die Hilfestellungen ein bisschen geringer. Bei Thingiverse gibt es sicherlich weniger Mods, Updates, eigene Drucke, die euch vielleicht das Leben nochmal vereinfachen können. Community-Größe ist definitiv ein Punkt, der jetzt in diesem Fall gegen den Tevo Tornado spricht. Ja, finales Fazit. Der Tevo hat ein, zwei Vorteile, wie zum Beispiel dieses wesentlich bessere isolierte Hotbed, hat ein bisschen kleineres Netzteil, hat aber nicht so viel Zubehör. Ich hoffe, das ist noch in eurem Gedächtnis. Gerade diese Zubehörnummer, die finde ich wirklich störend. Killer und cool finde ich einfach diese Nummer mit den Schrauben gefühlt mitten im Hotbed. Das ist einfach komplett unnötig, hinterlässt bei mir einfach dieses Gefühl des Konters. Wir müssen schnell kontern. Hey, wir sind auch 3D-Druckerhersteller. Guckt euch das bei Creality an mit dem CR10. Wir brauchen so ein Teil auch. Haben die dann gekontert. Dennoch ist die Druckqualität sehr gut. Und ich würde es einfach preisabhängig machen. Ja, wir haben hier zwei sehr, sehr gute Produkte, gerade für den Preis. Ich meine, 280 Euro inklusive Versand aus China. Da gibt es überhaupt gar nichts zu meckern. Ich würde es vom Preis abhängig machen. Wenn ihr diese Druckgröße braucht, falls ihr sie nicht braucht, nehmt ihr zum Beispiel den Anycubic i3 Mega. Das wäre, falls ihr eine Nummer kleiner drucken wollt und vielleicht nochmal 20, 30 Euro sparen wollt, nehmt den Anycubic i3 Mega. Braucht ihr diese Druckgröße, der Star Wars Helm, die Iron Man Maske, ihr seid im Modellbau unterwegs, was auch immer. Ihr wollt weniger Einzelteile, ihr wollt direkt große Teile drucken. Müsst euch zwischen dem CR10 und dem Tevo Tornado meines Erachtens unterscheiden. Der E10 ist dann auch schon raus. Preisabhängig. Ja, wir bringen immer die aktuellen Gutscheine. Wir sind jeden Tag in Kontakt mit Gearbest, wenn es da neue Gutscheine gibt. Hier müssen wir natürlich noch das Filament, das muss extra gekauft werden, on top aufrechnen. Dann sind sie tatsächlich exakt gleich auf. Das wissen wahrscheinlich auch Tevo und Creality. Die versuchen sich da mal gegenseitig zu unterbieten. Ist der mal 20 Euro günstiger und ihr seid auf den letzten Euro bedacht und könnt eben die anderen Pro- und Kontra-Argumente, die ihr gehört habt, könnt damit leben. Wenn er dann günstiger ist, nehmt den Tevo. Könnt ihr vielleicht mit dem einen Kritikpunkt hier nicht leben? Könnt ihr vielleicht mit dem anderen Kritikpunkt oder dem Pro-Punkt sehr gut leben? Und der Creality ist günstiger um 20 Euro, dann nehmt den Creality. Tatsächlich kann man hier sagen, die sind so gleich auf. Die haben sicherlich Pro-Kontra-Punkte. Ich würde es letztlich am Ende des Tages auf den Preis runterbrechen. Long story short, cooles Produkt. Wenn günstiger als Creality, kauft den. Wenn Creality günstiger, dann kauft den Creality. Das war's, euer Christian.